Dr. Silvia Sommerfeld macht gleich Bekanntschaft mit der 17-jährigen Miriam, die von der Notaufnahme auf die internistische Station verwiesen wurde. Der Schülerin geht es sehr schlecht. Ihre Mutter hat auch schon einen Verdacht, was die Ursache sein könnte. Und ihr geht's gar nicht gut. Also sie war, ich habe sie vom Schwimmen jetzt gerade abgeholt, vom Turmspringen. Und das ist jetzt schon ein paar Tage so. Und jetzt, sie hat Fieber, also Bauchschmerzen, Husten, also ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich denke wirklich, das ist eine Chlorvergiftung. Also ich habe halt danach gegoogelt. Und die Symptome passen auch teilweise. Und auch ich habe sie ja gerade geholt und sie geht sehr oft. Und ich weiß schon mal nicht, was ich jetzt machen soll. Kommen wir weiter, Jo? Mir geht's überhaupt nicht gut. Noch ein bisschen weiter, Jo. Nein, noch nicht. Also wie gesagt, ich denke wirklich, dass es am Chlor liegt, weil das war jetzt immer, wenn sie wieder kam, und jetzt wird es immer schlimmer. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Meine kleine Maus. Also da war sie heute und da kommt sie direkt her. Genau, vom ja, wir kamen direkt vom Tor. Ist es jetzt so ja, verwirrt. Ganz, ganz schlimm. Okay. Also ich mache mir auch Sorgen, Mäuschen. Ja. Geht es? Ich würde gern mal die Summe abhören. Können wir das mal ausziehen, das Oberteil? Geht ja. Das? Ja. Und was ich auch gern mal hätte, an der Temperatur. Ja. Also ich bin mir wirklich sicher, dass es am Chlor liegt. Es kann nichts anderes sein. Also wir schauen sie jetzt erstmal an. Wir untersuchen sie mal. Wir gucken mal, was uns so auffällt. Bitte. Aber sie scheint auch Fieber zu haben. Ja, ganz schlimm. Also wir haben selbst auch noch mal zu Hause gemessen. Das natürlich nicht 39, zum Chlorvergiftung. Ja, das hat dann nicht. Hast du mitbekommen? 39. Kannst du dich mal aufsetzen, bitte? Eine Chlorvergiftung kann durchaus auch mal auftreten, weil Chlor zusammen mit Schweiß im Wasser und zusammen mit Harnstoff aus dem Urin kann sich schon zu giftigen Substanzen entwickeln und kann dann wirklich auch zu einer Vergiftung führen. Sie hat fast 40 Fieber. Das passt nicht zu einer Chlorvergiftung. Aber sind Sie da wirklich aber sicher? Aber sein kann das natürlich immer mal. Das gibt es schon. Dann müssten wir aber noch mehr Schwimmbadbesucher haben. Bis jetzt habe ich auch nichts gehört. Wir haben noch nichts, keine weiteren Fälle. Nein. Die Lymphknoten sind vergrößert. Tut es weh, wenn ich da drücke? Ja. Das auch. Mhm. Okay. Kannst du bitte mal den Mund aufmachen? Und mal was ich hier habe. Mal weit aufmachen. Weit auf Zunge raus. Bei der körperlichen Untersuchung ist aufgefallen, dass die zervikalen Lymphknoten vergrößert und druckschmerzhaft waren. Und auch die supra- und infraklavikulären Lymphknoten. Außerdem ist aufgefallen, dass die Mandeln und die Rachenhinterwand gerötet waren. Und sie hatte auch weißliche Belege auf den Mandeln. Ja. Können wir bitte mal ein großes Blutbild nachfordern? Sie hat auch verminderte weiße Blutkörperchen, die sind reduziert. Ja. Das gibt es bei bestimmten Infektionen. Es kann auch bei Knochenmarkserkrankungen mal so sein. Aber das ist jetzt nicht sicher, dass sie das hat. Das ist alles nicht sicher, nein. Wir haben jetzt noch mal nachgefordert, dass noch ein paar weitere Blutuntersuchungen gemacht werden. Und dann wissen wir auch mehr. Wir machen jetzt Folgendes. Wir hängen jetzt Flüssigkeit an, also eine Infusion, zusammen mit was Fiebersenkendem. Und so lange bleibst du hier, solange das durchläuft. Wir haben die junge Frau erst mal hier behalten, solange bis wir das Ergebnis der weiteren Blutuntersuchungen hatten. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass wir sie später noch einmal wiedersehen würden. Als Miriam später mit ihrer Mutter auf die Ergebnisse aus dem Labor wartet, wird Dr. Silvia Sommerfeld der nächste Patient aus der Notaufnahme angekündigt. Die beiden Fälle weisen Parallelen auf, auch wenn es sich zunächst nur um die Örtlichkeit handelt. Wir haben im Behandlungsraum Elias Erwin sitzen. Okay. Der hat im Schwimmbad einen Unfall gehabt, beziehungsweise vom 3-Meter-Brett gesprungen, Bauchplatscher hingelegt und klagt jetzt über starke Bauchschmerzen. Genau. Okay, Schwimmbad hatten wir auch gerade. Ach ja? Ja. Hinten dran ist auch noch das Blutbild, das ist schon durch. Das haben wir schon. Erstaunt war ich im weiteren Verlauf, als ich hier ein weiterer Patient vorgestellt hatte, ein ebenfalls sehr junger Mann, der Herr Erlen, der auch nach dem Schwimmbadbesuch im Anschluss an das Turmspringen hier vorstellig geworden ist. Ich habe ganz starke Bauchschmerzen, Fieber, Husten. Und Sie waren jetzt gerade im Schwimmbad gewesen. Ja. Und seither die Bauchschmerzen. Ja. Sie sind auf
Sie sind gesprungen vom 3-Meter-Turm und sind dann auf dem Bauch gelandet, oder ja, was war das? Ja, es war ein ganz einfacher Sprung, 1,6. Das macht er mit links normalerweise. Also, ja. Also nichts Neues geübt, sondern einfach einen routinierten Sprung. Und woran lag das dann? Er hat jetzt ein bisschen Grippemedikamente genommen, ihm ging es schon vorher schlechter, aber wissen Sie, mein Sohn ist Leistungssportler. Ja? Mhm. Wir stehen da jetzt gerade davor, dass er aufgenommen wird in einen Bundesstützpunkt zum Olympiateam. Nach Berlin? Nach Berlin. Also ja. er ist ein wahnsinnig guter Sportler. Ne? Und jetzt in den letzten Zeiten müssen wir frühstücken, deswegen hat er die Grippemedikamente gekriegt, damit er die Probe, das Training, die Übung, ja, genau. Oh ja, das ist natürlich gefährlich, wenn man dann so Mittelchen dann in den Schwimmbad geht. Können Sie sich mal bitte auf die Liege, die Beine mal hoch, dass wir Sie gerade mal abhören. Ich würde gerne mal abhören, mal Herz abhören. Und außerdem hat er, glaube ich, auch Fieber, so wie er ausschaut. Ich check mal die Vitalwerte. Genau. Mhm. Es ist überhaupt nicht ratsam, Sport zu treiben, wenn man erkrankt ist. Also wie in diesem Fall, er hatte ja einen Infekt. Und in diesem Fall ist es überhaupt nicht angezeigt, sondern es ist angezeigt, sich zu schonen. Körperliche Schonung ist dann angezeigt. Ich meine, er hat jetzt nur noch die eine Chance. Das letztes Jahr ging es schon nicht. Ne? 90. Okay, mal ganz locker lassen. Wollen Sie das T-Shirt gerade nehmen? Ja. Tut da irgendwas weh? Ja, ein bisschen. Bisschen? Da das ist schlimm, Mama. Ja. Mal tief einatmen, ausatmen. Okay, ja, die Leber ist auch vergrößert. Tut da was weh, wenn ich da... Ja, das drückt auch, ja. Ist noch die Lymphknoten. Was hat er denn? Ich meine, da kann jetzt doch nicht so was Schlimmes sein mit der Leber. Also. Er hat Fieber und er hat eine vergrößerte Leber. Bitte mal den Mund aufmachen. Wie oft trainiert er denn in der Woche? Und A sagen. Jeden Tag. Nochmal. Jeden Tag? Ja, muss er ja. Da muss er sein Leistungsspektrum. Ja, okay. Ich meine, er ist jetzt so weit. Er muss das schaffen. Untersuchung machen vom Bauch und mir die Leber anschauen. Können wir mal die Plätze? Ja, genau. Ja. So. Ich muss mal darüber. Ja. Ich möchte gerne mal eine Ultraschalluntersuchung machen. Die Einnahme von Grippemedikamenten kann im schlimmsten Fall Leberschäden begünstigen. Oder der Bauchplatscher ins Wasser könnte eine innere Verletzung verursacht haben. Die Ärztin vermutet jedoch eine andere Ursache für das vergrößerte Organ. Also die Leber ist ganz eindeutig vergrößert und es ist mit Sicherheit nicht von diesem Sprung da eben. Also da haben sie schon länger was, ja, das ist schon länger so. Das könnte zum Beispiel durch eine Hepatitis kommen. Das kann nicht sein, das ging alles geimpft. Was heißt gegen alles? Hepatitis A und B kann man impfen. Gibt es da Unterschiede? Es gibt nur die Hepatitis C. Da kann man nicht impfen. Also das könnte zum Beispiel der Fall sein, dass er die hat, trotz der Impfung. Was ist denn das? Das ist eine Form der Hepatitis, auch viral, aber gegen die gibt es keine Impfung. Übertragungsweg bei der C-Hepatitis ist zum Beispiel Geschlechtsverkehr. Nee, das kann nicht sein. Nee, also mein Sohn definitiv nicht, denn wir haben eine Vereinbarung getroffen, hat letztes Jahr mal eine Freundin gehabt und da hatten wir schon mal das Thema gehabt mit dem Olympiateam und dann hat es deswegen nicht geklappt und ganz klar, er hat keine Freundin und definitiv hat er auch keinen Geschlechtsverkehr. Das Ziel ist wichtig. Hm. Stimmt das dazu? Ja, Mama, du weißt doch, wenn, dann würde ich auch ein Kondom benutzen. Ja, du hast es aber nicht. Deswegen, wir haben das ja ganz klar so vereinbart und so ist das auch. Das können wir wieder anziehen. Du hast jetzt das letzte Mal die Chance. Ich konnte mir schlecht vorstellen, dass die Zielstrebigkeit des Jungen nicht nur von ihm alleine ausging, sondern auch etwas die Mutter mit zu tun hat. Denn es ist schwer vorzustellen, dass er auch seine Freunde ein bisschen vernachlässigt oder kein Interesse an der Freundin hat, nur um Spitzenleistungen in seinem Sport zu erreichen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen dich stationär hier auf, legen einen Zugang, Flüssigkeit brauchst du dringend. Ja. Außerdem geben wir dir was für das Fieber, damit das Fieber etwas runtergeht. Jo, kannst du aufstehen und mit uns rübergehen? Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir mal gerade zu Kanzel. Wir fordern jetzt noch die Hepatitis-Serologie nach, damit wir wissen, was da ist. Eine vergrößerte Leber mit entsprechenden laborchemischen Veränderungen kann natürlich als Ursache vielerlei Symptome haben. Dieses Fallen da im Wasser auf den Bauch gehörte da sicherlich nicht dazu. Also da musste es sich schon um einen Prozess handeln, der sich schon
länger angebahnt hatte. Miriam, du bist ja auch hier. Hallo. Hi. Was ist denn bei euch los? Hey, Elias. Sie kennen sich? Ja, wir sind zusammen im Verein. Beziehungsweise unsere Kinder. Die Kinder, ne? Machen gemeinsam Turmspringen. Genau. Beide. Ja. Deswegen, ne? Aber hör mal, ist jetzt auch was, ist das jetzt durchs Chlor gekommen? Oder, weil jetzt sind beide da mit dem Wasser, das kann doch nicht stimmen. Es ist schon auffällig, es ist dass sehr beide auffällig. Jetzt da sind. Richtig. Ja, mit einer ähnlichen Symptomatik, aber ja. Trotzdem, es spricht nichts für eine Chlorvergiftung. Ja. In beiden Fällen nicht. Ja. Das ist komisch. Okay. Wie ist es mit dem Zimmer? Hier nebendran ist fertig. Ah, super. Also in die Elfkammer sehr gut. Auf jeden Fall sehr gut. Wie wäre es, wenn Sie beide vielleicht einen Kaffee trinken gehen miteinander? Und vielleicht du, Miriam, magst du noch einen Moment im Wartebereich ist Platz nehmen? Ist es in Ordnung für dich, wenn ich dich ganz alleine lasse? Ja. Wir sind ja da. Kümmern Sie sich um mich. Ja. Ich danke Ihnen. Es war natürlich eine insgesamt ganz rätselhafte Situation. Beide junge Patienten waren Turmspringer. Beide waren direkt im Anschluss an ihr Springtraining erkrankt. Beide hatten ganz ähnliche Symptome. Und das Rätselslösung sollte sich erst ziemlich zum Ende zeigen. Als der Ärztin eine halbe Stunde später die Laborergebnisse von Elias vorliegen, möchte sie so schnell wie möglich mit ihrem Patienten über die weiteren Behandlungsschritte sprechen. Zuvor wartet allerdings auf alle Beteiligten noch eine dicke Überraschung. Hallo. Ich gehe gerade nach der Miriam schauen. Ja, ja. Und? Wir haben die nachgeforderten Befunde mittlerweile. Okay. Und wir waren jetzt gerade auf dem Weg zum Elias und wollten das besprechen. Ich schlage vor, Sie kommen einfach Entschuldigung, mit. Entschuldigung, haben Sie die Miriam gesehen? Die sitzt im nicht mehr drin. Ist nicht mehr da, nein. Vielleicht ist sie also jetzt schon auch nicht. Ja, oder zum Elias. Oder sie ist beim Elias. Ja. Ja, okay, wollen Sie mit uns ja, reingehen? Ja, bitte, bitte. Was ist denn hier los? Elias? Hallo? Aber was macht die denn da? Also, wie seid ihr jetzt zusammen, oder wie? Ja, Mama, schon ein bisschen was länger, jetzt seit 3 Wochen. Aber ich wollte dir das nicht sagen, wegen dem ganzen Training. Und du hast es dann eh wieder nur rumgemeckert. Ja, aber das hatten wir doch schon letztes Jahr. Ich verstehe das nicht. Also, du hast doch gesagt, du willst dich auf das Training konzentrieren. Ja. Ja, ich trainiere auch, aber ich weiß nicht, ich habe nicht so diesen Ehrgeiz, nach Berlin zu gehen. Das kann doch nicht sein. Ich meine, du musst das doch verstehen. Ich mache das gerne, aber ich will nicht nach Berlin und ich liebe sie auch. Also das passt ja sehr gut. Das passt sehr gut zu den Befunden, die wir jetzt haben, ja, von dir. Wir haben also jetzt das, was wir da noch nachgefordert hatten im Labor. Die Ergebnisse haben wir vorliegen. Die Erkrankung, die du hast und die du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch hast, heißt Kusskrankheit oder Pfeiffersches Drüsenfieber oder auch infektiöse Mononukleose. Ist eine Erkrankung, eine Viruserkrankung, die ist ansteckend, wird übertragen durch Speichel, also Tröpfcheninfektion oder gemeinsames Benutzen von Geschirr oder Besteck oder Gläsern. Ja, bei ihm ist die Leber mit beteiligt. Deshalb, Elias, wirst du auch noch hier bleiben. Bei dir ist es so, dass du eigentlich nach Hause gehen kannst. Okay, also es gibt keine kausale Therapie, man kann nur symptomatisch behandeln. Das heißt Fieber senken, ausreichend trinken und Schonung. Aber sie wird viel gesund. Schonung, sie wird gesund, so, ja. Klar, und bei dir ist es so, dass du noch hier bleibst bei uns. Der Unterschied im Verlauf bei beiden Patienten war, dass bei dem jungen Mann die Leber mit betroffen war, was bei der jungen Frau nicht der Fall war. Ob dies ohnehin so gekommen wäre oder ob das vielleicht auch begünstigt war durch die Medikamentengabe, also die Selbstmedikation, die die Mutter davor genommen hat, das vermag man im Nachhinein nicht zu sagen. Hättest du mal früher was sagen können? Ich meine, tut mir auch leid, Mama, aber du weißt doch, du wärst dann wieder. Jetzt erlebe ich das Gleiche nochmal. Damals war das bei mir auch so. Ich wollte in die Olympiamannschaft. Ich wäre auch reingekommen. Und dann kam dieser blöde Sturz und ich habe meinen Knöchel gebrochen. Da war alles vorbei. So erlebe ich das alles nochmal. Ach Mensch, das hätte ich mir auch sparen können. Aber es ist ja schön, dass ihr zwei zusammen seid. Aber Mensch, du kannst ja ruhig was früher sagen. Ja, hätten wir uns das alles sparen können. Das ist Glück im Unglück. Susanne, die werden wieder gesund. Das ist das Wichtige. Zu Beginn hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass die Krankheitssymptome der beiden jungen Leute durch Küssen
bedingt waren, mehr oder weniger. Und ich bin froh, dass das Ganze doch wirklich einen so positiven Ausgang gefunden hat. 4 Wochen später waren beide Teenager vollkommen beschwerdefrei. Mutter Susanne akzeptiert mittlerweile, dass ihr Sohn kein Leistungssportler sein möchte. Dass Elias und Miriam bis heute glücklich zusammen sind, erfüllt beide Mütter mit größter Freude.